Über einen historischen Jesus von Nazareth gibt es nicht viel auszusagen. Ich meine damit jetzt nicht die Lebensgeschichte Jesu Christi, die im Neuen Testament überliefert ist, sondern ich meine parallele Quellen, die diese Überlieferung auch noch abdecken könnten. Eine zweite Überlieferung also. Man kann allgemein sagen, dass eine Abkunft vom Hauskönig David durchaus möglich ist, denn das inkludierte keinen bevorzugten Geburtsstand. Es ist also durchaus möglich, dass Christus aus einer ärmeren Familie stammte, aber trotzdem zum Haus David dazugehört. Der Name Jesus war in dieser Zeit überaus beliebt. In Palästina, er leitet sich von Josua, dem Nachfolger Moses, ab. Außerhalb religiöser Quellen haben wir von diesem Jesus relativ wenig bis gar nichts überliefert. Wir haben einen Abschnitt des babylonischen Talmuds, dort wird erwähnt, dass ein Jeschu am Vorabend des Pessachfestes gehängt wurde. So nicht gekreuzigt, sondern gehängt wurde. Bereits 40 Tage vorher wurde proklamiert, er habe Zauberei betrieben und damit Israel verführt. Je nach Beleuchtung des religiösen Hintergrunds ist Jesus einmal ein politischer Revolutionär, einmal ein Philosoph oder ganz schlicht auch nur ein Rabbi aus Galiläa. Die Todesart, das Kreuzigen, das verweist jedoch auf einen politischen Unruhestifter. Und diese Annahme wird sogar noch unterstützt durch den Titel Rex Judeorum. Der Ursprung des Christentums war also die Verarbeitung, die Aufbereitung von Jesu Tod und vorher seinem Wirken. Es ist also eine Geschichte eines Lebenden, der hier in Palästina tätig war. Seine Anhänger erkannten ihn als den zu den Menschen gekommenen, gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes. Außerhalb Palästinas in der griechischsprachigen Welt verbreitet sich der Glaube schneller als in Palästina selbst. In Antiochia, dem heutigen Antakya in der südlichen Türkei, kam der Name Christianoi für die Anhänger des Glaubens auf. Und dort in Antiochia wirkte sehr intensiv ein Konvertit. Es war der Pharisäer Saulus. Dieser Saulus hat wahrscheinlich auch an der Steinigung des ersten christlichen Märtyrers Stephanus, des ersten Anführers auch des Christentums, Stephanus, sich beteiligt. Er wird dann also bekehrt und nimmt einen neuen Namen an, und zwar den griechisch-römischen Namen Paulus, was nichts anderes bedeutet als der Kleine, Geringe, der Niedrige. Dieser Paulus wird zu einem der scharfsinnigsten Theologen seiner Zeit. Paulus war es auch, der das Christentum vom Judentum abkoppeln konnte durch religiöse Überlegungen. Er propagierte damit dann auch die Heidenmission, schaffte es erst, dass diese Religion überhaupt außerhalb der jüdischen Welt aktiv werden konnte. Trotzdem behielt er einen Terminus bei, und das ist, dass Israel zum Heil auserwählt ist. Allerdings wird das Volk Israel ganz einfach erweitert auf alle Christen. Paulus unternahm selbst dann auch gleich drei große Missionsreisen. Eine davon führte ihn auch nach Rom. Und in Rom führte in dieser Zeit ein gewisser Petrus die Christengemeinde. Er begann seine Karriere in Jerusalem und endet dann eben in Rom.